So, willkommen zur nächsten Teilaufgabe und da geht es jetzt um Folgendes. Wir sollen eine Gerade bilden, welche durch die Punkte A und B geht. Und dann ist behauptet, oder es wird behauptet, dass diese Gerade genau zwei Punkte enthält, die vom Punkt C einen Abstand von der Wurzel von 24 haben. Das heißt, ich male das Ganze nochmal auf. Wir haben hier irgendwo unser Punkt A, hier irgendwo unser Punkt B, hier ist eben unsere Gerade durch A und B und hier hinten liegt irgendwo unser Punkt C. Und jetzt wird behauptet, dass es genau zwei Punkte auf dieser Geraden gibt, zum Beispiel dieser Punkt und dieser Punkt, die einen Abstand von Wurzel 24 zum Punkt C haben. Gut, der erste Schritt, um diese Aufgabe zu lösen, ist erstmal, sich diese Geradengleichung aufzustellen. Die bekommt man ja auch relativ schnell. Und zwar sagen wir da einfach wieder, wir brauchen einen Stützvektor. Als Stützvektor nehmen wir den Vektor a, also gerade 1, 1, 0, plus ein Vielfaches von einem Verbindungsvektor. Als Richtungsvektor können wir natürlich wieder hier den Verbindungsvektor von a nach b nehmen. Also gerade den Vektor ab. Und den Vektor ab bekommen wir wieder, indem wir von b einfach a abziehen. Also 4 minus 1 sind 3, 0 minus 1 sind minus 1 und 2 minus 0 sind 2. Gut, und dann hätten wir auch schon eine Geradengleichung aufgestellt. Und jetzt müssen wir eben zeigen, dass diese Geradengleichung zwei Punkte enthält, die von c einen Abstand von Wurzel 24 haben. Und wir sollen diese Punkte eben auch noch berechnen. Wie wir das machen, ist die folgende Idee. Wir haben hier wieder irgendwo unser Koordinatensystem. Und diese Geradengleichung liefert mir jetzt ja alle Punkte, die hier auf der Geraden liefern. Zum Beispiel eben auch diesen Punkt. Den nehmen wir jetzt einfach mal beispielhaft raus. Das ist jetzt eben gerade der Punkt x, beziehungsweise der Ortsvektor von Punkt x. Und wenn ich den Ortsvektor von Punkt x minus den Ortsvektor von Punkt c nehme, dann erhalte ich ja auch gerade den Verbindungsvektor. Also diesen Vektor hier. Den Verbindungsvektor von c nach x. Und wenn ich jetzt den Betrag von diesem Vektor nehme, dann bekomme ich eben gerade die Länge dieses Vektors. So. Jetzt wissen wir aber, der Vektor x, der Vektor ox, der ist von Lambda abhängig. Das heißt, ich kann dieses x jetzt hier auf der Geradengleichung langfahren lassen. Und dann verändert sich natürlich auch immer die Länge dieses Verbindungsvektors. Und dann schaue ich mir eben an, wie ändert sich die Länge dieses Verbindungsvektors in Abhängigkeit von Lambda. Und ich pick mir eben die Lambdas raus, wo die Länge dieses Verbindungsvektors gerade der Wurzel von 24 entspricht. Das heißt, das Erste, was ich jetzt mache, ich rechne mir diesen Verbindungsvektor aus. Das heißt, ich nehme den Ortsvektor der Geraden, also gerade 1, 1, 0 plus Lambda mal 3 minus 1, 2 und ziehe davon den Ortsvektor von c ab, also gerade minus 2, 4, 0. So. Das hier ist gerade dieser Verbindungsvektor von c nach x in Abhängigkeit von Lambda. Und jetzt betrachte ich eben den Betrag davon. Gut, um den Betrag davon zu betrachten, fassen wir das erstmal ein bisschen zusammen. Und zwar können wir die einzelnen Komponenten ja zusammenziehen. 3 minus 2 sind gerade 1 minus 2 sind gerade minus 1 plus 3 Lambda. 3 Lambda. Dann haben wir 1 minus 4 sind minus 3 minus Lambda. Und dann haben wir 0 minus 0 sind 0 plus 2 Lambda. Also einfach nur 2 Lambda. Und von diesem Vektor betrachten wir jetzt eben den Betrag. Das ist dann gleich die Wurzel aus. So, minus 1 plus 3 Lambda zum Quadrat plus minus 3 minus Lambda zum Quadrat plus 4 Lambda Quadrat. Das ist also die Länge dieses Verbindungsvektors in Abhängigkeit von Lambda. So, jetzt wische ich oben mal weg. Wenn du es nochmal sehen möchtest, kannst du gerne zurückspulen. So, das können wir jetzt noch weiter ausrechnen. Und zwar können wir die Sachen hier ausmultiplizieren. Minus 1 plus 3 Lambda zum Quadrat sind gerade 9 Lambda Quadrat. Minus 6 Lambda plus 1. Minus 3 minus Lambda zum Quadrat sind gerade plus 9. Ja, plus 9. Und dann hat man 6 Lambda plus 6 Lambda plus Lambda Quadrat. Und dann haben wir noch plus 4 Lambda Quadrat. So. Das ist dann natürlich dasselbe. 9 Lambda Quadrat plus Lambda Quadrat sind 10 Lambda Quadrat plus 4 Lambda Quadrat sind 14 Lambda zum Quadrat. Minus 6 Lambda plus 6 Lambda fällt weg. Und sonst habe ich ja nirgendwo ein Lambda. Das heißt, es bleibt einfach 14 Lambda Quadrat. Und dann habe ich hier noch 1 plus 9 sind 10. Und das Ganze noch plus, ah ne, einfach nur 10. Plus 10. So, und am Anfang hatten wir gesagt, wir suchen zwei Punkte, für die dieser Abstand gleich der Wurzel aus 24 ist.
Und jetzt können wir eben gucken, für welche Lambda ist dies erfüllt. Und da sehen wir direkt, okay, hier soll das gleiche rauskommen wie da. Das heißt, ich will auch hier unter der Wurzel einer 24 stehen haben. Das heißt mit anderen Worten, 14 Lambda Quadrat plus 10 muss gleich 24 sein. Jetzt können wir die 10 abziehen, dann erhalten wir hier gerade 14 ist gleich 14 Lambda Quadrat. Jetzt können wir noch durch 14 teilen, dann erhalten wir Lambda Quadrat ist gleich 1. Und diese Gleichung ist ja offensichtlich dann erfüllt, wenn Lambda gleich 1 ist oder wenn Lambda gleich minus 1 ist. Ja, wenn ich Lambda gleich 1 hier einsetze, habe ich 1 zum Quadrat, das ist gleich 1, also wunderbar. Und wenn ich Lambda gleich minus 1 habe, setze ich das hier ein, minus 1 zum Quadrat sind auch 1, also ist die Gleichung auch erfüllt. Das heißt, für Lambda gleich 1 und Lambda gleich minus 1 ist mein Abstand zwischen meiner Geraden und dem Punkt C eben gerade Wurzel aus 24. Und jetzt können wir die Punkte auch noch ausrechnen, indem wir uns wieder die Geradengleichung zurückholen. Und zwar hatten wir ja am Anfang diese Geradengleichung aufgestellt. Die war gerade g ist gleich 1, 1, 0 plus ein Vielfaches von 3 minus 1, 2. Und jetzt haben wir herausgefunden, wenn ich für Lambda gleich 1 einsetze, dann ist der Abstand zwischen dem Punkt, den ich rausbekomme, und c gleich Wurzel 24. Das heißt, wir machen das einfach mal, setzen für Lambda hier 1 ein. Dann erhalten wir hier gerade 1 plus 1 mal 3 sind 4. Dann 1 plus minus 1 sind 0. Und 0 plus 2 sind 2. Das heißt, das hier wäre der erste Punkt, für den das erfüllt ist. Und wenn ich für Lambda minus einsetze, dann bekomme ich eben auch einen Punkt raus, der einen Abstand von 24 zum Punkt C legt. Dann habe ich hier 1 minus 3 sind gerade minus 2. 1 minus minus 1 sind gerade 2. Und 0 minus 2 sind eben minus 2. Und das wäre entsprechend der zweite Punkt, der zu meinem Punkt C einen Abstand von Wurzel 24 hat. Gut, damit wäre diese Teilaufgabe auch gelöst. Und wir machen dann gleich weiter im nächsten Video mit der nächsten Teilaufgabe. Bis gleich!